Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge sind wir in der merkwürdigen Stadt, wie auch immer die nochmal hieß, ich weiß auch gar nicht mehr, Flucht, Belgaia, genau, angekommen, nachdem wir Kratos in den Hintern getreten haben. Und ja, dann wurden wir gefangen genommen und jetzt haben wir ein Mana-Fragment und wollen eigentlich nur so schnell wie möglich hier raus. Aber vorher gucken wir uns mal an, was das Ding da hinten ist, weil unsere Gruppe ist ja sehr neugierig und ja, wir wollen es unbedingt wissen. Wartet, zeigt mir euren Ausweis. Pah, immer wollen sie wissen, wer wir sind. Du bist ein Mensch. Er ist hier, um an einem Experiment teilzunehmen. Entschuldigen Sie uns. Wir besitzen keine Ausweise. Und wie sollen wir jetzt wieder hier rauskommen? Das ist bestimmt nicht ihr einziges Transportmittel. Sonst wären sie ja aufgeschmissen, wenn es kaputt ginge. Ja, schauen wir uns mal um. Wollte ich ja, aber da habt ihr ja gesagt, nein, wir müssen Informationen sammeln. So, dann bleibt dann nur dieser eine Ort hier, wo wir hingegangen sind. So, das muss ja wohl richtig sein. Gleiten, ja klar. So, na, wie, ey, wo soll ich denn sonst hin? Ja. Aber was anderes gibt's doch hier gar nicht. Ich gehe nicht nur mal in das eine Gebäude, wo nichts ist. Was ist mit hier? Kann ich nicht hin? Okay. Warum fliegt denn der da oben hin? Was soll das eigentlich? Ja, du bist der, der hier einen auf FKK machen will. Aber egal. Wo müssen wir denn dann hin? Weiß ich nicht. Fragen wir mal den Typen. Wie kommt man hier aus der Stadt? Wir wollen nicht flüchten und so, ne? Ihr habt vielleicht Probleme. Keine gute Idee. Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg. Wo denn? Viele Wege gibt es ja hier nicht. Hier kommen wir auch nicht hin. Das ist wahrscheinlich der Ausweg. Muss ja wohl. Der, wo man nicht weiterkommt, da ist doch immer der Ausgang. Denkt doch mal ein bisschen logisch. Da kann ich nicht. Ich gehe nicht noch mal in ein Haus. Hallo? Hey, na, wir wollen flüchten, weißt du was? Fällt mir jetzt nur dieser eine Bereich hier ein, da unten. Und Teleporter ist. So, jetzt bin ich in der gebeugten Stellung. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, wo ich hin muss. Was ist hier denn zum Beispiel, ne? Ach man. Jetzt weiß ich schon wieder nicht, wo ich hin muss. Was ist denn das für ein Dreck? Also eine vier Wege gibt es ja gar nicht. Er sagt nichts Besonderes. Ja. Das zum Schrein von Mattel bestimmt war. Okay. 800 Jahren, okay. Ja, wo dann? Ich nehme an, dann hier in diesen Dingen, in diesen anderen Orten hier, wo man sich so teleportieren kann oder auf und abwärts gehen kann. Jemand da vielleicht. Da unten muss jetzt aber was sein. Hey. Ich bin schon wieder nicht auf der Weltkarte und weiß schon trotzdem wieder nicht, wo ich hin muss. Was ist das denn eigentlich für ein Dreck? Der ist doch nicht so groß hier. Kann doch nicht sein. Oh Mann. Okay, das ist der letzte Part, den ich heute aufnehmen will, deswegen
möchte ich auch noch was erreichen. Kann ich auch nicht. Und wir sind halt noch nicht gekommen. Wirken Lady Matthias ist für die Entstehung der Ehre der Halbelfen. Sind die Stadt, was die am Anfang auch gesagt haben? Ja. Und nun? Die scheint die Datenbank der Stadt zu sein. Professor, wissen Sie, wie die funktioniert? Mal sehen. Nein. Ich hab's. Wir können Daten von dem Terminal abrufen. Dres Kalan. Dres Kalan wird durch das Kraftfeld des ewigen Schwerts geschützt. Wird dieses Kraftfeld aufgehoben, so löst sich Dres Kalan aus der Anziehungskraft des Planeten und wird durch das All driften wie ein Komet. Okay. Die Welt wurde geteilt, damit der Verbrauch des Manas auf ein Minimum reduziert werden konnte und um die Versorgung der Welt und des göttlichen Keimes mit Mana sicherzustellen. Die Elementargeister sollten außerdem die Mana-Konnexe bewachen und den Fluss der Mana begrenzen, wodurch das Aufblühen der Welt verhindert wurde. Das Aufblühen der Welt führt zur Entwicklung von Magie-Technologie, die wiederum zum sinnlosen Krieg führt. Ewiges Schwert. Als Yggdrasil einen Pakt mit Origins einging, bekam er das magische Schwert. Die Macht des Schwerts kann Zeit und Raum kontrollieren. Man sagt, es sei die Quelle der Kräfte von Yggdrasil. Yggdrasil konnte mit der Kraft des ewigen Schwerts die Welt spalten. Ginge dieses Schwert verloren, so nehme Yggdrasils Kraft ab. Und auch Velgaia würde dem Untergang entgegengehen. Es benebelt einen wirklich das Gehirn. Wir haben wirklich sehr wertvolle Informationen erhalten. Leute, wir sollten uns hier nicht länger aufhalten. Beeilen wir uns, hier herauszukommen. Ja, beeilen wir uns. Okay, das ist eindeutig genug. Da müssen wir jetzt das Ding benutzen, ne? Wir hat ja auch noch... Ne, okay. Müssen wir jetzt das Ding einfach nur hier betätigen. Wo wir die ganze Zeit nicht vorbei konnten. Und dann raus hier. Okay, das Schwert ist das, was Mattel benutzt hat, um die Welt zu spalten. Interessant. Aber wir sind dann so... einfach so platziert in diesem Turm, als könnte man halt jeder nehmen. Die sieht wie ein Notausgang aus. Irgendwie nicht. Okay, los, bevor uns noch jemand entdeckt. Nein, sie haben uns bereits entdeckt. Das sind sie. Ihr seid die, die vorgegeben haben, für Lord Kratos zu arbeiten. Es ist die Auserwählte des Malers ist geflüchtet. Wir müssen von ihr verschwinden. Tschüss, tschüss, tschüss. Oh nein, sie sind weg. Ich werde ihnen folgen. Du berichtest Lord Yggdrasil davon. Verstanden. Hui, na? Und wo sind wir jetzt? Ah. Speicherpunkt, das ist schon mal gut. Eieiei. Ei, ei. Ah. So. Monsters. Monsters. Sind wir wieder in so... Oh mein Gott. Das ist eine dieser Sachen, die ich nie machen wollte in einem Let's Play. Und jetzt ist es passiert. Vielleicht werde ich das ausschneiden. Keine Ahnung. Wenn ich es gemacht habe, ich habe gerade vorhin eine Rülpse abgelassen. Keine Ahnung, der ist irgendwie so rausgekommen. Ich habe vor der Aufnahme was getrunken wegen meinem Hals. Der ist ein bisschen trocken gewesen. Dann auf einmal... Black. So, ich will nur noch einen blähen lassen und dann ist das Niveau komplett. Oh Mann. Erfahrungsfähigkeit. Den muss ich mir in der Aufnahme mal anhören. Okay, oh, ekelhaft. So, warum hast du jetzt... Ach, ich habe dich noch gar nicht mitgenommen. Als ich... Okay, also nicht. Physischer Status, Selbstheilung, automatische Heilung von Staatseffekten. Hier habe ich noch nicht hier alles ausprobiert. Und so, physischer Status, verhindert physische Krankheiten, Tempo, so. Aber ich muss ich noch ausprobieren, ein bisschen. So. Okay. Ich dachte, man kann es anziehen. Sind wir jetzt hier in so eine Dingens wieder, in so eine. Ne, nicht Menschenfarben, in so eine. Ja, Design. Basis.
So eine Menschenfarm. Weiß ich nicht. Mal gucken, geh weg. Oh, da ist eine Truhe. Erfahrungsgemälde Level 3 brauche ich nicht. Glaube ich. Bestimmt bekommt man einige Fähigkeiten nur durch mehrere Erfahrungsgeben 3, aber lassen wir halt mal. So, jetzt möchte ich schon wieder zurückgehen, weil das schon wieder besser aussah. Wow, ich kann noch nie im Leben hier entscheiden, Matthias. Okay, hier sind wir schon wieder falsch. Ja. Tempest Beast, okay. Und Sword Train Tempest. Aua. Aua. Wir müssen ja heute doppelt geil bekommen, ne? Das finde ich schon mal schön. Aua. So. Bist du schon wieder auf Dingens eingestellt? Warum bist du immer auf manuell eingestellt? Ich tue zwar immer hier so ausschalten, die Art hier, wenn die 50 Mal benutzt worden sind, aber trotzdem. Yep. Ja, 3400 Gold. Wir bekommen ja doppelt so viel, ne? Oh nein, das sieht schon richtig aus. Was? Wow, ich schwebe. Was ist also Schwerelosigkeit? Was soll das sein? Nun, auf der Erde verursacht das Mana von Gnomen, den Elementargeist der Erde, ein Effekt, der als Schwerkraft bekannt ist. Der Grund, warum wir alle nach unten fallen, ist, dass Gnomes Kraft auf uns wirken. Aber dieser Ort ist so weit von der Erde entfernt, dass Gnomes Macht nicht bis hierhin reicht. Und deshalb schweben wir. Er hat eine ziemlich nervige Art an sich, aber ich schätze, dass Gnome ein wichtiger Elementargeist ist. Passt auf und bewegt euch nur langsam, wenn ihr euch bewegt. Werdet ihr in Bewegung bleiben, bis ihr gegen etwas stößt. Yippie, das macht Spaß! Au, 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 mein schöner Kopf! Ich passe auf. Das ist aber auch das Erste, was ich gemacht hätte. Blick hinauf zu den Sternen. なんて言ったって救いの塔の中なんだからな。雲よりも高いの？周りに星が見えるんだ。雲より高いに決まってるさ。そうだよね。不思議。いつもは星を見ると安心できるのに、今はなんだか怖い。シュンツ君は眠るのに怖くなるだろ。お前は俺が守るから。苦しさなんかに渡さない。ロイドがいてくれるから怖くない。 Jo, aber ich gehe erstmal zurück. Weil, ja, das schien mir schon wieder richtig zu sein und da wollte ich eigentlich nicht reinlaufen. Was soll das denn? Am besten noch ein Rülpser jetzt. Nein. Nein, das ist für mich nicht Standard. Jetzt nicht, wenn ihr zum ersten Mal hier reinschaltet und denkt, boah, was ist das für einer? Ist das so deine Farbe? Bestimmt nur einfach so. Oh, ich sollte vielleicht jetzt hier wieder versuchen. Jetzt muss ich ja schon wieder dran denken. Ja, sobald jeder hier so vier Dinge hat, ist das schon ein bisschen übersichtlicher, finde ich. Warum eigentlich? Egal. Finger weg von denen. Aua. Ja, den als Heiler abzustempeln im Moment ist gar nicht mal schlecht. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum meine Magier immer denken, ein paar Schritte nach vorne zu gehen, bevor sie zaubern, aber okay. Will ich mich jetzt nicht einmischen. Belebung. Okay, cool. Kann ich wieder experimentieren und Erfahrungsfähigkeiten sammeln. Nur weil ich die jetzt ändere, heißt das nicht, dass ich jetzt immer direkt in einen reinlaufen will, ne? XR! Oh, das war knapp.
Ja. Ob ich über 10 Fähigkeiten hier bekomme am Ende des Spiels. Ich glaube ja nicht, das ist schon auch irgendwie ein Erfolg. Schon wieder keine Erfahrungsgeben zum Teufel. Na, lass mal halt erstmal. Weiß ich nicht. Ja, komm. Wir legen es jetzt drauf an. Machen wir es jetzt ganz genau. So, was haben wir hier? Weh, ich kann hier nicht weiter. Schwerelos. Was gegen Wände klauen, knallen oder was? Ich will nicht wissen, woran er gedacht hat, ganz ehrlich. Ich will es ausnahmsweise mal nicht wissen. Da ist die Truhe. Halt, stopp. Okay, oh so, ja. Sakralrobe, habe ich die nicht schon? Ja. Machen wir halt mal so. Ich tue nicht gerne so über das Item-Menü ausrüsten, aber schon ein bisschen, was ich hier zu sein. Was mache ich denn da? Nye. Ey. Ey. Nix. Viele Lichter hier überall. Oh. Warum gehen wir Level 3? Schon wieder. Das möchte nicht zu weit gehen, ey. Meine Güte, wo bin ich denn hier überall? Ich muss noch die andere Seite hier erkunden. Boah, aua. Die Gegner sind aber irgendwie nicht stark, habe ich so das Gefühl. Dafür hat Kratos so stark war. Ich mir schon irgendwie stärkere Gegner hier vorgestellt. Aber irgendwie nicht. Healing Stream. So kann er seine Heilmagie auch ein bisschen öfter einsetzen. Und potenziell irgendwas Neues lernen vielleicht. Sehr gut. Wieder nichts gelernt. So. Oh mein Gott, wie weit bin ich denn jetzt hier weg? So weit will ich doch gar nicht hier rein. C. Oh, das ist eine Truhe. Und dann auch. Laserschwert, was? Okay. Nagatsuki. Ein mithilfe uralter Technologie aus Licht gefertigtes Schwert. Okay. Und Nagatsuki, ach so, das ist ein Dingens. Klamotte. Hm, ja. Das war Andrea. Minatsuki, Nagatsuki. Okay. Nagatsuki, was bedeutet das? Boah, was bedeutet nochmal Naga? Nein! Nein! Ja, wie sieht's aus? Oh, schon lange. Da Beast Sword Rain. Oh, der Angriff ist gut. Bams! Du kannst es wagen, aua. Bams! Mann! Ich gönn mir mal was, ne? Okay, okay. Bams! Verdammt! Verreck! Bams, verreck, hab ich gesagt! Mann! Verdammt!
Immer nichts Neues. Sieht aus wie so ein Dachenschild, was der da jetzt ausgesetzt hat. Ist mir jetzt aufgefallen. So. Was? So, von hier kam ich. Ich wollte schon sagen, wie bin ich denn gekommen? Oh, ja. So, mach was. Verdammt. Burns. 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 Verdammt. Mal, lernt doch mal was jetzt. Jetzt klappt er das doch immer. So, jawohl. Voll blöd. Wah, jetzt kommt der nächste direkt. Also vielleicht kämpfen wir wieder. Ah. Aber ich kann irgendwann Speicherung oder so finden. Ich habe natürlich nicht so umgekackt dafür. Aua. Pasch. What? So, sehr schön. So. Er ja, hat es nicht gemacht. Ich weiß, es ist ein bisschen blöd, wie ich das hier handhabe, aber so lerne ich mal welche. Bams. Ha. So, hier bin ich nicht lang gegangen. Prüfen. Oh. Ist ein Schiss, in dem man etwas einführen kann. Okay. Geh weg! Ich dachte, dann geht's weiter. Aua. Aua. Don't do this. Are you kidding me? Ja. Die auf, abzwehren. Hatsch. Was zum Teufel? Was für Dinge zählt, ist ja los. Oh, das ist auch nicht mehr viel. Sonderburedo. Level Plus. Maximal KP und ihr lernt einfach keine neuen Erfahrungsfähigkeiten. Und tut mir das an. Einen von euch mag ich. Eine von euch mag ich. Eine von euch Mädels. Oh Gott. Ah! Ah! Ich muss ja noch dieses eine Rätsel lösen. Hallo, tschüss. Boah, gehst du weg? Was? Supasch. Aua. Hab mich nur getroffen. Ich will dieses eine Rätsel hier lösen, hallo? Mann! Okay, einer, den schaffe ich. Okay, einer, den schnappen wir uns. Der ist hilflos. Wie die Raketen so beim Stehen geblieben sind. Sehr schön. Cyclone, sehr schön. Heaven Rising, okay. Ihr lernt nichts Neues, was soll das? War ich nicht immer gut zu euch? Na, ich hab wieder. Was? Ach da. So, jetzt sind wir hier. Ah, ist das ein Monster? Wie bescheuert das aussieht. Da haben wir so ein Pokémon-Rätsel.
Wo muss ich hin? Hier hin, ne? Nein! Leere, stille Welt. Ja, gebe in unsere Welt, die eigentlich zwei Welten sind, und ja, was ist eigentlich unsere Welt mittlerweile? Wo muss ich überhaupt hin? Da, ne? Da. Da ist ganz bestimmt richtig. Wie bescheuert dann aussieht. Wie er so. 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 Ist hier überhaupt irgendwas noch? Dieses pinke Dingen da zum Beispiel. Prüfen. Einsteigen, ja. Was? Wie komme ich da zu der einen Tür hin? Boah, da ist auch ein Aufzug, sehe ich gerade. Was? Hey, ich dachte, ich würde da hinkommen. Sieht so verblödet aus, ne? Jetzt hier hin. Hier und dann hier hin. Warum nicht? Ich denke mal, dann können wir nicht dahin. Ich werde hier auch überhaupt nicht mit irgendwelchen Soundeffekten oder so untermalen wird. Das macht es irgendwie noch merkwürdiger. Was haben wir denn da noch? Meine Güte. Jetzt weiß ich erst recht nicht, wo ich lang muss. Nö. Nee, hier komme ich ja nirgendwo hin. Bin ich auch da, ja. So, dann gehen wir mal hier lang. Weil mit den Rätseln kommt das Spiel echt nicht zu kurz. Irgendwie um jede Ecke ist irgendwie in jeder Dungeon irgendwie irgendein Rätsel, wo man sich die Zähne ausbeißt. Also das muss mein Spiel echt lassen. So. Da ist eine Tür. Die Tür, verdammt! Die Tür, sie hat sich geöffnet. Hebe die Statue mit deinen Haaren hoch. Wusch. Okay, wo bin ich? Bist du? Was? Ach, wegen Individualität, ne? Bist du? Okay, ich kann die Dinger aber nicht öffnen. Aus irgendeinem Grund. Where do I need to go? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich nehme mal da unten an. Beim Aufzug. Ja, das bringt es jetzt voll. Warum summe ich Weihnachtsmusik? Hochzeitsmusik. Ja, wie komme ich da hin? Wie? So nicht. So. Nee, so auch nicht. Ja. Nein. Und ich bin wieder hier. Warte mal, kann ich nicht auch... Ich dachte, langsam laufen würde es irgendwie bringen. Die hat doch irgendwas gesagt, die Rain. Ich muss so.
Oder so, so. Ich gehe jetzt irgendwie kurz den ganzen Weg mal ab. Aber wie komme ich da hin? Ah. Ist ja richtig, ganz ehrlich. Ich habe ja schon ein, zwei Sachen hier mal verpasst, deswegen tue ich mal was besser nachgucken. Sieht nicht so aus, als wäre da irgendwas. Kann eigentlich irgendwie schnell speichern? Nö. So. Ja, der Part wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger, weil ich keinen Plan habe, was ich wo machen muss. Oh Mann. Habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so einen Nerv drauf gerade. Komme ich denn da hin? Da komme ich nie hin. Weil ich muss doch irgendwie aufgehalten werden von der einen Seite. Da komme ich auch nicht hin. Was zum Teufel? Warte mal. Da oben habe ich schon geguckt, ne? Da. Versuchen wir mal da. Naja, da halte ich nicht an. Komme ich da auch nie hin? Hm. Ja. Voll drauf. Ja, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Nicht mal annähernd. Kann ich hier irgendwie was schieben oder so? An der eine komme ich nie hin. Da ist auch eine Tür, sehe ich gerade. Wie soll ich denn da hinkommen? Einzige, was schon so ein bisschen richtig aussieht, ist hier so der Weg. Dann hier hin. Ach, ich glaube, ich hab's. Nee, hab ich nicht. Komm ich halt so nicht dahin. Mann! Ja. Schon jede Kombination ausprobiert. Ich verstehe das nicht. Ja, das bringt es auch wieder nicht. Verstehe nicht. Ist hier noch irgendwas? Na kommt her, ich muss meinen Frust irgendwo auslassen. Ach nee, nicht den Angriff. Oh Mann. Ja, was ich machen werde, ist gleich den Part beenden und dann zum Speicherpunkt zurückrennen. Weil, jo, endlich mal eine Erfahrungsfähigkeit. Sehr schön. Kraftschub. So, dann hier. Und auch Kraftschub. Okay. Boah, keine Ahnung. Werde ich. Ja. Schon wieder gar keinen Plan, was ich machen muss. Das heißt, ich gehe jetzt hier raus. Und da komme ich auch nicht hin. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge irgendwo hier, wenn ich hoffentlich weiß, was ich machen muss. Und ja. Ich werde dann offscreen hier speichern. Oder vielleicht schaue ich jetzt hier noch zum Speicherpunkt. Ja, was war hier eigentlich noch? Hier war nur so eine Tür, verdammt. Gerne würde ich sagen, ich speichere einfach offscreen, renne da hin und
sehen uns dann irgendwann wieder in diesem Raum wieder. Bis dahin würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich allseits fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.